Hallo und willkommen zurück zu Gnome Warrior. Und ich habe wohl ja, das mit dem System der Ausrüstung ein bisschen falsch verstanden. Und es ist wohl wirklich so, dass ja, sie bei beiden Armen was tragen, bei beiden Händen und so weiter was tragen. Und ja, weil ich ein bisschen faul bin und eigentlich keine Lust habe, die ganze Zeit zu sagen, baut noch so und so viel davon, werden wir das jetzt ändern. Und zwar möchte ich jetzt bitte gerne hier Boots, Bronze Boots, möchte ich immer einen haben. Bronze Greaves möchte ich auch immer eins haben, Pauldron möchte ich auch eins haben und das Ganze machen wir hier auch noch. Bronze, Wolle, Leder und Craft 2. So, Breastplate dasselbe, Bronze, Wolle, Leder und Craft 2. Und Pauldrons haben wir schon. Greaves haben wir auch. Gauntlet haben wir nicht. Dann Bronze, Wolle, Craft 2, Boot. Bronze, Wolle. Ne, Boot hat man da oben schon. Das war's. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Perfekt. Dann haben wir immer eins auf Vorrat, was auch schon mal ganz praktisch ist, dass wenn so ein komischer neuer Gnom bei uns in die Armee kommt, der sofort ausgerüstet werden kann. Also das, denke ich, hat einen super Vorteil. Und dann habe ich Ärger gekriegt, dass ich hier meine Gänge immer nur so wenig weit grabe. Und na, ich bin irgendwie davon ausgegangen, so unter Motto, wenn ich bis hier jetzt nichts gefunden habe, dann finde ich auch danach nichts. Aber anscheinend, ja, soll ich das ändern. Darum graben wir jetzt einen ganz langen Gang. So, was habt ihr jetzt davon? So, von dieser Fackel, die ist hier 11 aus. 22, 21, sowas. Da kommt eine neue Fackel hin. Da, glaube ich, war ich. Ich wünsche mir übrigens einen Mod, der die Fackelreichweite anzeigt. Na, so Overlay-mäßig. So, hier ist schon eine Fackel, hier musste noch eine setzen. Sonst ist das nämlich so ein bisschen Pi mal Daumen. Ich benutze gerade mal wirklich mal meinen Finger, um ungefähr 22 Blöcke abzuzählen. Das müsste dann ungefähr hier sein, dann ungefähr da sein. Ich mache es lieber ein bisschen enger als zu weit. So, jetzt hoffe ich, dass das passt. Ansonsten muss dann noch mal eine Fackel rein. So, und jetzt 11 in die Richtung. 11 in die Richtung. Also Fackeln können wirklich 11 in jede Richtung leuchten, habe ich mal nachgeguckt. Wussten die meisten wahrscheinlich eh schon. Aber ich weiß es jetzt auch. Wobei eigentlich nicht 11, sondern 22. Und am Ende kommt dann wieder eine Fackel. Dann aber 12 eigentlich. Na, wurscht. So, hier mal kurz niedriger. Build, Furniture, Torch. So, einmal I gedrückt, um zu schauen, wo ist es denn noch dunkel. Und ja, gut, da habe ich viel zu wenig Abstand gelassen. Da hätte ich ja deutlich mehr Abstand lassen können. 1, 2, 3, 4. Ein Alpaka ist geboren. Die Fackel werden wir mal kurz ein bisschen weiter nach unten platzieren. Sollte ja immer noch passen. Build, Furniture, Torch. Eine da, passt. War ja klar, dass ich mich hier verzählt habe.
Ansonsten irgendwas Interessantes gefunden? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das war eins zu viel. Wobei, wir haben ja gesagt, wir wollen gleich mehr. Ach, wie auch immer. Dann nochmal 11. 12. Und hier auch nochmal 12. Und hier auch nochmal 12. Da ebenfalls. Build Furniture Torch. 1. 2. Ey! Wie ist es? So ist es da dunkel. Hey, wir haben Kupfer gefunden. Hey, wir haben Kupfer gefunden. Und alle so, yay. Nein, natürlich, ich bin froh für Kupfer, aber... Wieder mal dasselbe Problem wie immer. Die anderen Sachen oder Zinn wäre toller. Klopp, klopp, klopp. Build Furniture Torch. Und jetzt kann ich ja eigentlich theoretisch hier noch wieder so einen Quergang einbauen. Müsste sich ja genau ausgehen. Hier tut es es natürlich nicht. Aber wenn ich die Fackeln richtig gesetzt hätte. Dann muss ich die halt da nochmal umsetzen oder sowas. Mal kurz schauen, ob ich richtig gezielt habe. Ja. Nein, ich werde hier nicht graben. Hier können wir drüber reden. Hä? Hallo? Meine Maus. Oh, schaut mal, hier ist eine Höhle. Dann werden wir da nicht reingraben. Höhlen brauche ich nämlich jetzt nicht. Kohle kann ich aber gebrauchen, glaube ich, gerade, oder? Wie viel haben wir denn? 29. Ja, da kann man mal wieder ein bisschen was nehmen. Was ich jetzt noch gern machen würde, wäre so ein schräger Gang. Da hat jemand ziemlich gerade gebaut. Build Furniture Torch. Ja, natürlich, die müssen wir jetzt umsetzen. Einmal dahin. Einmal dahin. Und eventuell muss da auch noch eine hin. Oder ziemlich wahrscheinlich muss da noch eine hin. Und da darf ich natürlich auch keine vergessen. So, dann machen wir hier mal weiter. 22 plus 1. Auch genannt 23. Und 11. Und das müssten 22 sein, genau. Da habe ich nämlich ein bisschen konservativ gezählt und da war der Graben richtig. Dann werden wir hier noch ein bisschen reingraben.
Und die Fackel da hinsetzen. Ja, jetzt wäre es halt irgendwie doch toll, wenn ich noch was finden würde. Sieht aber jetzt zumindest mal gut aus. Was ist hier? Was ist da? Stock Items, aha. Wenn du das sagst, lass dich nicht aufhalten von mir. Wie geht's denn meinen Leder und sonstigen Sachen? Ist da schon was fertig geworden? Wahrscheinlich nicht, weil wir gerade kein Leder mehr haben oder so. Müssen wir mal wieder was schlachten, vermute ich. Ja, wir haben 2 Mail-Yaks. Dann werden wir 1 davon schlachten. Wir brauchen ja nur 1. In der Tierwelt ist es mit dem Polygamismus nicht ganz so schlimm. Oh, 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 da haben wir was zum Angreifen. Einmal feste drauf. Wehe, jemand lässt sich töten. Gibt's Ärger. Ein Emu wurde geboren. Wo ist denn der jetzt hin? Okay, habt ihr das gerade gesehen? Der eine Dr. Protect Tracker ist gerade mit dem Copperbar dahin gerannt. Goddammit! Warum? Crossbow. Retreat to equip uniform, ja. Da steht nichts von Annie, ja? Da steht was von Crossbow. Jetzt muss ich den abziehen aus dem Kampf. Sonst wird der mir noch gehauen von dem schönen Lizard hier. Qualex. Wobei Qualex hat ja... Kann der nicht spotten? Oder sollte der nicht spotten? Wie auch immer, ich werde jetzt den den Dr. Pro Tracker abziehen. Das ist mir zu gefährlich. Falls er es überhaupt macht. Natürlich nicht. Wie kann ich dem sagen, Retreat? Oh mein Gott, ich habe Angst. Yeah. Oh, the monitor lizard has lost his left arm. His left arm is bleeding. Ja, wenn er verloren ist, dann blutet er, das ist klar. Kann ich weitermachen? Nein, schade. Puh, also er ist tot, wunderbar. Und, also, goddammit. Was willst du eigentlich gerade machen? Dr. Protracker war doch unser Tech-Miner. Der will gerade was herstellen? Wahrscheinlich unten eine Falle. Ja. Ja. Also das finde ich ein bisschen schade, dass die sofort losrennen und nicht irgendwie auch noch wenigstens kurzzeitig mal ihre Waffe holen. Also... Wenn ich die noch nicht mal was herstellen können, kann ja echt nicht sein. Ich
meine, gut, der Tinkerer, der kann das. Ja, und jetzt hat er den wieder ausgerüstet. Ey, Mann, ey. Weil er sich die Sachen wahrscheinlich in dem Moment geholt hatte. Ja. Apropos Fallen. Build. Mechanism. Ich denke mal self-powered. Und dann Spike Traps. Da haben wir schon zwei Stück. 1, 2. Da sollen die bitte hingebaut werden. Wieder ist es dunkel. Wieder ist es dunkel. Besteht hier die Chance, dass was spawnt? Also ich nehme jetzt einfach mal an, nein. Sag ich jetzt ganz ehrlich, ich nehme es nicht an. Hier ist überall zu. Da liegen Pilze rum. So. Viel eher spawnen kann natürlich... Da war was dunkel. Build Furniture Torch. Da kann schon eher was spawnen. Das ist gefährlicher. Und sieht's hier aus? Habe ich irgendwas übersehen? Sieht ganz gut aus, denke ich. Jo, da passt's. Was nicht passt, ist, dass wir nichts gefunden haben. Nächster Versuch. 23. 23. Verbunden und 11. Hier auch 23. Und dann schauen wir mal weiter. Zeit läuft schon weiter, oder? Ja. Haben sie irgendwelche Bandagen gebraucht? Keine Ahnung, sind auf jeden Fall voll. Also sonderlich viel verletzt werden sie sich nicht haben. Hast du wieder schon zufällig was Neues? Nö. Aber ein bisschen Silber, theoretisch. Das heißt, was mir auch geschrieben wurde, ich könnte ja mal einen Gemmed Ring bauen mit Kupfer. Und eigentlich ist es mir ziemlich wurscht, was. Mach mal 2. Habe ich die Coin eigentlich hergestellt? Nur mal kurz so als Vergleich. Ich glaube, ja. Ich habe nämlich gerade was Teures gesehen. Vielleicht sollte ich eher rechts, links gucken als rechts. Okay, nochmal. Silver Bar. Irgendwas. Trap. Statue, Statue, Statue. Pickaxe, Sword, Chisel. Chisel? Paneel, Copper, Silver, Käse, Omelette, irgendwas. Nö, sieht fast nicht danach aus. Dann werden wir mal so eine Coin bauen. Die Statuen bringen auf jeden Fall schon mal ziemlich viel. Mal kurz hochscrollen, nicht, dass ich was übersehen habe. Nö, gut, dann... Aus Silber. Ah, ich glaube, ich musste erstmal den Bar dafür bauen. Da hätte ich gern immer auch immer 10. Ja, los geht's. Macht mal was. Als ob meine Gnome faul wären. Du bist hoffentlich, ja, Händler. So, dann mache ich jetzt mal hier wieder mit I das aus, weil jetzt ist mir ein bisschen zu rot. Lieber, was hast denn du da eigentlich in der Hand? Copper Sword. Habe ich dich nicht als eingeteilt, dass du mit deinem Claymore rumrennen sollst? Oh, ich müsste mal die verbleibenden, die ich noch nicht eingeteilt habe, auch einteilen. Hier.
Basic Soldier, ja, das wäre ja nix. Du sollst natürlich Sword sein. Da habe ich wohl was übersehen. Also, Animal Pullers, Sword. Besser. Jetzt holt er auch direkt da den Claymore und los geht's. Ja. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Jetzt heißt es nur noch feste drauf. Apropos feste drauf. Wie sieht das hier aus mit meinem Gang? Nicht so gut. Oh, 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 was ist das denn? Zinn! Zinn, 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 zinn. Wir haben tatsächlich wieder Zinn entdeckt. Ole, ole. Ob wir mal gerade ein bisschen was hatten, aber wurscht. Also, es hat sich gelohnt, dass ich die komplette Map ausgegraben habe. Kaum gräbt man sie aus, findet man auch schon Zinn. Ja, natürlich im genau anderen Eck. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir schon mehr Zinn als Kohle, was sich wahrscheinlich sehr leicht beheben lassen würde, zum Beispiel hier schon. So, aber das war's dann leider auch schon wieder. Ich hoffe mal, die schafft es, um die Kurve zu leuchten. Ach, komm, setz mal so dahin. Ja, theoretisch müsste ich jetzt hier noch irgendwie Quergänge einbauen. Probieren wir jetzt mal hier, also sowas in der Art, oder? Immer zwei und daran sieht man, dass ich nicht symmetrisch gebaut habe, weil ich nicht bei der anderen Fackel rauskomme. Funktioniert das hier besser? Bisschen, oder? Dann machen wir das hier auch. Und klick und klick und klick und klick. Irgendwie sowas. Den vielleicht auch noch weg, um sicher zu sein. Und in die Mitte eine Torch. Nee, in die Mitte. Machen wir schon in die Mitte. Weil jetzt können wir das natürlich auch noch von der anderen Seite her machen. Werden wir hier übrigens auch machen. So. Manchmal mag er irgendwie nicht weitermachen nach dem Speichern. Aber ich mag, dass er hier eine Fackel hinpackt. Alles wieder hell. Ja, passt. Also mehr oder weniger. Oder meint ihr, ich soll nochmal anders graben? Soll ich wirklich alle, weiß ich nicht, zwei runtergraben? Kann man natürlich auch machen. Oh, da ist nochmal ein bisschen Kohle.
Mit ein bisschen meine ich viel. Aber irgendwie, weiß ich nicht, würde ich nicht gern so die komplette Map abgraben. Das sieht sehr lustig aus, wie die gehen müssen. Wird jetzt eigentlich wieder mal was hergestellt? Ja. Aber was? Kupferbarren. Für alles Mögliche. Habe ich echt alle Statuen verkauft gehabt? Irgendwie ist mir das Lager gerade leerer, als ich es in Erinnerung hatte. Ich hoffe mal. Wäre nämlich doch ein bisschen ärgerlich, wenn auf einmal alles, was da war, verschwunden ist. Na, wird schon sein. Aber, ja, okay, der andere wird wahrscheinlich gerade schlafen. Oh, die Räume sind ja fertig. Designate Area. Personal Quarter. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und ja, wir könnten mal drüber nachdenken, dass wir die Räume etwas, ja, mehrwertig gestalten. Weil die Gnome dann anscheinend nicht so lang schlafen müssen. Und nicht so lang schlafende Gnome arbeiten mehr, logischerweise. Und das wäre jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. So, jetzt graben wir hier aber noch weiter. Wenn wir schon dabei sind. Und hier auch. Aber nur 11. In dem Fall muss ich jetzt nicht mich anlegen mit irgendwelchen Klippen. Ein legendärer Orangenwein. Yay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie man einen legendären Orangenwein herstellt. Aber okay. Kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Was liegt hier eigentlich gerade alles rum? Ein Kupfer und ein Bronzeschwert. Armor Plates, Kupferhelm, Kupferbrustplatte, so ein paar Paddings. Das Schild. Ist natürlich Armor Smith. Nee, es ist schon Weaponsmith. Shield. Bronze. Bronze. Dann könnten wir theoretisch einen fünften aufnehmen. Bin gerade am Überlegen, ob ich einen zweiten Trainingsplatz für die mache, wo ich sage, ja, ihr trainiert da auch. So, ob das was hilft. Wisst ihr was? Das probieren wir einfach anders. Die trainieren ja zweimal am Tag, von 6 bis 14 Uhr. Da teile ich die einfach auch hier nochmal ein. Perfekt.
Und nächste Folge sehen wir dann auch, ob das was gebracht hat. Ja, für diese sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!